Herzlich willkommen bei Hautnah, Gott mitten im Leben. In unserer heutigen Sendung habe ich zu Gast Hossein Muhajesi. Hossein, schön, dass du da bist. Du bist 2013 aus dem Iran nach Deutschland gekommen und hast hier ein ganz neues Leben begonnen. Hast in diesem neuen Leben auch zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Und ich freue mich sehr, von dir zu hören, was du hier in Deutschland alles erlebt hast. Du bist vor dieser großen Flüchtlingswelle hier angekommen. Was hat dich bewogen, dein Land zu verlassen? Waren das wirtschaftliche Gründe oder eine Rastlosigkeit? Guten Morgen. Nein, das war nicht eine wirtschaftliche Gründe. Ich erkläre kurz dir da und andere das ein bisschen mit mir mehr kennenlernen. Ich, wie du gesagt hast, 2013 bin ich nach Deutschland gekommen. Ich war Goldschmied im Iran. Ich habe als Goldschmied gearbeitet. Ich hatte meine kleine Unternehmen und ich konnte auch sehr gut verdienen. Ja. Die Gründe war immer Freiheit. Da hast du keine Freiheit. Bei mir war Freiheit immer so, ich wollte mehr Alkohol trinken und bei uns ist es natürlich verboten. Und mehr Party machen und mit Freunden Spaß machen. Ja. Das war die Gründe, dass ich mein Land verlassen habe. Ist ein bisschen Blut, aber so ist das. Und wie hast du das gemacht? Wie bist du dann vom Iran nach Europa gekommen? Bei uns ist natürlich verboten. Man kann nicht einfach morgen aufstehen und sagen, ja, jetzt will ich fliegen. Ja. Mein Land verlassen oder reisen und so weiter. Du musst Visum bekommen immer. Und ich habe illegale Visum. Ich hatte illegale Visum. Und ich habe bezahlt. Wo hast du dein Deutsch gelernt? Ich wollte nicht nach Deutschland. Das war Blut. Und ich wollte nach Kanada. Das war mein Traum. Ich habe kein Ziel, nach Deutschland kommen. Und ich habe hier das erste Mal Deutsch gehört und Deutsch gelernt. Das war echt hart. Ja. Was machst du heute beruflich? Noch Goldschmied? Ich wollte gerne hier weitermachen, aber hat nicht geklappt, weil ich 4 Jahre Ausbildung machen musste. Und ich habe gesagt, nein. Und ist ein großes Problem in Deutschland ist, als Goldschmied musst du selbstständig arbeiten. Mhm. Und es ist sehr schwierig. Und deswegen habe ich mich entschieden, Kaufmann machen. Und ich mache Ausbildung. Und in 3 Monaten werde ich fertig. Gott sei Dank. Okay. So ist das. War das eine harte Zeit oder ist das noch eine harte Zeit für dich, so diese Ausbildungszeit? Natürlich war eine sehr harte Zeit, weil ich mit der Sprache Probleme hatte, natürlich. Vor 3 Jahren habe ich angefangen, ich war 2 Jahre in Deutschland und habe ich mir gesagt, ja, ich wollte auch unbedingt Ausbildung machen. Und ich wollte nicht ohne Ausbildung in Deutschland weitermachen. Sprache hatte ich Probleme, in der Schule hatte ich Probleme, Gott sei Dank, meine Lehrer waren super. Auf der Arbeit hatte ich immer Probleme, seit 2 Jahren. Jeden Tag habe ich mir gesagt, nein, ich mache keine Ausbildung. Und war nicht mein Ding. Ne? Ja. Ich war immer selbstständig. Und ja. Ich konnte nicht dahin gehen. Und dann hatte ich Chefs und die haben immer mit mir gesagt, du musst so und so und so machen. Das war eine sehr harte Zeit für mich. Ja. Du möchtest dein eigener Chef sein? Ich wollte gerne machen, aber manchmal geht nichts. Okay. Du bist nach Deutschland gekommen. Nicht nur das Umfeld hat sich für dich verändert. Du hast das zum Glauben gefunden. Wie hattest du deinen Glauben im Iran gelebt? Das ist eine super Frage. Ich habe da echt nicht meinen Glauben gelebt. Ich hatte immer Glauben an Gott. Ich habe immer gesagt, es gibt einen Gott. Aber im Prinzip keine Glauben. Kein Glauben bedeutet, ich habe keine Moschee besucht oder Koran gelesen oder viele andere Sachen. Die Regeln habe ich nicht gehalten. Ich mochte nicht. Und ich wollte immer frei sein. Und ich habe immer gesagt, wir Menschen, wir sind frei. Wir können frei unsere Entscheidung treffen. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich war 16 Jahre alt und ich habe meinen Vater gefragt, warum bin ich Muslim? Ich sagte, ja logisch, ich bin Muslim, du bist auch Muslim geboren, deswegen bist du Muslim. Ich habe gesagt, aber ich will nicht Muslim sein. Ich will ohne Glauben leben. Und natürlich, mein Vater war sauer. Was hat dein Vater dann gemacht? Ja, wie damals. Einer ist geschlagen und dann war alles vorbei. Nee, das war eine sehr harte Zeit. Ich wollte nicht Glauben haben und musste ich.
Und dann bist du mit diesem Glauben an Gott hier in Deutschland angekommen, in Trier. Ja. Und dann hast du eine andere Art Glauben kennengelernt. Ich war immer in meinem Leben selbstbewusst. Das war meine Erziehung so. Ich bin mittleres Kind. Ja. Die Sandwich-Methode kann man sagen, Sandwich-Kinder. Ja. Und ich musste immer zeigen, dass ich da bin. Und diese Erziehung, unbewusste Erziehung, hat mich hart gemacht. Ich war immer sehr bewusst. Ich habe nie Gott vertraut, niemals. Und als ich Iran verlassen wollte, kann ich mich sehr gut erinnern, im Flughafen habe ich das erste Mal Gott vertraut. Und ich habe gesagt, ich vertraue dir, du machst meinen Weg und ich verlasse mich auf dich. Dann bin ich nach Deutschland, wollte ich nicht nach Deutschland, sage ich dir kurz, wie war mein Weg. Ja. Ich wollte nach Kanada, ich bin geflogen nach Italien rum, dann habe ich mein Flugzeug getauscht, nach Budapest bin ich geflogen, dann von Budapest nach Wien bin ich mit Auto gefahren. Und da musste oder wollte ich nach Kanada, hat nicht geklappt, die brauchten mehr Geld und dann hatte ich einen Freund in Koblenz, habe ich mit meinem Freund gesprochen. Dann mein Freund hat gesagt, kannst du nach Deutschland kommen und dann überlegen wir, dass du weitermachen kannst oder nicht. Und dann bist du dank der Hilfe deines Freundes in Koblenz gelandet. Ja. Und wie ging es da für dich weiter? Ich war einen Monat da und ich habe illegal da gewohnt. Ich wollte immer noch weitermachen, aber hat nicht geklappt. Dann mein Freund hat mit mir gesprochen und sagte, ja, du willst auch nicht in Iran zurück. Natürlich wollte ich auch nicht. Ja. Dann hat mir gesagt, okay, dann kannst du in Trier, da kannst die nehmen dich auf, okay. Kannst du dich als Flüchtling da vorstellen, anmelden. Ja. Und was waren dann dort deine Erfahrungen, als du nach Trier kamst? Die haben mir gesagt, meine Freunde haben mir gesagt, ja, du brauchst einen Anwalt. Okay. Ich war ganz neu, ich hatte nie in meinem Leben einen Anwalt, ich habe immer selber gemacht, alles. Und ich habe gesagt, okay, wofür brauche ich einen Anwalt? Und die haben gesagt, ja, wenn du in Deutschland bleiben willst, dann brauchst du unbedingt einen Anwalt, dass die für dich diese Aufenthaltsgenehmigung besorgen können. Ich habe gesagt, okay, dann haben wir mit einem Anwalt gesprochen. Anwalt hat gesagt, ich kriege von dir 1.800 Euro Vertrag. Ja. Ich helfe dir, wenn du Aufenthaltsgenehmigung bekommst, du bezahlst jetzt 1.000 Euro, dann diese 800 Euro bleibt am Ende. Ja. Dann kannst du mir bezahlen. Ich habe 1.000 Euro bezahlt. Ganz schön. Ja. Und die Geschichte war so, wenn du als Flüchtling in Deutschland bleiben willst, dann musst du einen starken Grund haben. Ja. Und Grund bei uns Iraner oder die anderen Länder, dass die Moslem sind, ist Christ werden. Das ist der einzige Grund, dass du Christ werden kannst. Ja. Und dann darfst du in Deutschland oder die anderen Länder bleiben. Das war dieser Gedanke. Und ich wollte Christ werden. Und mein Anwalt hat mir gesagt, ich habe gesagt, nein, ich will nicht. Ich will frei mein Glauben, ich habe keinen Glauben, ich will frei leben mit Menschen. Okay. Warum darf ich nicht? Und hat gesagt, das ist der einzige Weg. Also der Anwalt hat gesagt, du musst Christ werden, wenn du hier bleibst. Das ist der einzige Weg. Okay. Entweder musst du politisch Probleme haben, ja. Das war ich nicht politisch, ja. Ich konnte auch nicht, ich hatte nicht viel Ahnung. Der zweite Weg war Christ, dass du Christ werden kannst. Okay. Ich sage, diese Geschichte war so, aber ich sage immer, Gott schreibt mit Menschen Geschichte. Mit dir, mit mir, mit vielen anderen. Wenn Gott einen Weg aussucht, wenn dich wählt, dann macht es super. Okay, und wie hat das jetzt super gemacht? Sag ich dir jetzt. Bin ich nach Trier gefahren, da habe ich gesucht natürlich eine Gemeinde oder Menschen, dass die Bibel für mich beigebracht konnten. Ja. Und ich habe einen Lehrer da gefunden, das war super. Das war ein Armenier, konnte Persisch reden, hat ja. Im Iran gewohnt, ist da geboren und er hat echt mein Leben geändert. Okay. Das war mein erster Lehrer, Bibellehrer. Wir haben zusammen Bibelschule gemacht oder die Bibelunterricht zusammen gemacht. Neues Testament, ich hatte nie in meinem Leben Neues Testament, ich habe nie gehört. Ja. Die Alte Testament, natürlich hatte ich ein bisschen Ahnung wegen der Geschichten, die alte Geschichten, Mose, Abraham und viele andere Sachen habe ich immer gehört.
aber die Neue Testament hatte ich nie. Und das hat mich echt fasziniert. Aber du wolltest im Herzen, wolltest du ja überhaupt nicht Christ werden, aber du hast dich damit auseinandergesetzt, weil du wusstest, das ist vermutlich der einzige Weg. Eben. Das habe ich mir gedacht und dann habe ich mir gesagt, okay, ich werde Christ, dann vergesse ich alles. Dann ich lebe mein Leben. Ne? Ja. Egal, dass ich Christ bin, wie Muslim, ich war auch Muslim, aber ich hatte keinen Glauben. Ja. Aber das war nicht ganz einfach. Das war nicht so. Nach 2 Monaten haben wir haben versucht, jeden Tag Bibelunterricht zu haben. Und er wusste, dass ich Christ werden will, wegen Aufenthaltsgenehmigung. Er hat mir nicht gesagt. Ja. Nach 2 Monaten ist er zu mir gekommen und sagte mir, okay, Hossein, ich denke, dass du bereit bist, dass du dich taufen lässt. Ich hatte 2 Monate Zeit. Ich habe jeden Tag Bibel gelesen und diese Bibeltexte haben mir langsam geändert. Okay. Und meine Gedanken, dass ich Christ werde, Aufenthaltsgenehmigung bekomme und dann alles vergesse, hat sich geändert. Ich habe gesagt, nein, ich kann nicht. Ich kann einfach nicht lügen. Vergangenheit habe ich mein ganzes Leben viel gelogen. Menschen manipuliert, natürlich Menschen auch verletzt, Geld verdient und viele andere Sachen. Aber hier konnte ich nicht. Das war eine Grenze für mich. Und ich habe gesagt, tut mir leid, ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Vergiss es. Er hat gelacht und hat mir gesagt, Gott zeigt dir, wenn es richtig ist. Ich habe natürlich gelacht. Ich habe gesagt, wie Gott kommt runter und zeigt mir und sagt, Hossein, du darfst jetzt Christ werden. Das geht nicht überhaupt. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich lasse mich, dass Gott mir zeigt. Und was hat Gott dir gezeigt? Wie ist er dir begegnet? Gott hat super mir gezeigt. Gott hat einen Traum mir gezeigt. Nach 2 Tagen, ein Abend, habe ich geschlafen und ich habe geträumt. Meine Natur ist so, ich habe Angst vor einer Schlange. Wenn eine Schlange hier ist, ich muss die andere Seite, Gegenteil, laufen. Ich mag nicht. Viele mögen, aber ich mag nicht. Ich war in meinem Raum und eine Schlange war zwischen meinen Beinen und hat sich bewegt. Und ich konnte nicht bewegen. Ich war so kalt und weiß, mein Gesicht. Ein Mann war da, ich habe gesagt, kannst du bitte mir helfen? Hier ist niemand. Er ist aufgestanden, zu mir gekommen. Ich konnte nicht sein Gesicht sehen. Hat Kopf von Schlange zertreten. Und diese Schlange, bevor dass sie stirbt, hat mein Bein gebissen. Und ich habe gesagt, oh, ich werde jetzt sterben. Er hat seine Hand auf meine Schulter gelegt und hat mir gesagt, nein, aber du musst eines mir versprechen. Du musst von Jesus erzählen, von Gott. Du stirbst auch eines Tages, aber heute ist nicht dein Tag. Ich war so froh, nicht, dass ich sterben will, nein, dass ich darf von Jesus reden. Ich bin Treppe runtergekommen, waren so viele Leute da und die haben alle mir gesagt, ja, du wirst sterben, die haben mein Bein geguckt. Ich habe nur gelacht, ich habe gesagt, nein, ich werde nicht sterben. Heute ist nicht mein Tag, eines Tages. Okay, dann bist du aus diesem Traum aufgewacht und ja, was hast du dann gemacht? Ich habe meinen Lehrer angerufen, er war da, ich habe ihm alles erzählt und er hat nur gelacht. Okay. Er hat nur gelacht, er hat gesagt, ja, ich habe dir gesagt, zeig dir, wenn es richtig ist. Dieser Traum hat mein Leben geändert. Okay. Ich erzähle von Jesus überall, für mich ist egal. Hier, ja. Weißt du, was ist Kultur in Deutschland oder die anderen Länder, Problem ist, die Glauben ist eine private Sache. Ja. Du darfst nicht über deinen Glauben öffentlich reden. Auf der Arbeit kannst du nicht reden. Du natürlich kannst, weil dein Beruf ist. Ja. Ich kann Beispiel oder die anderen, meine Kollegen, wenn ich über Glauben rede, die sagen, nein, du darfst nicht hier auf der Arbeit reden und so weiter. Das ist eine private Sache und ich verstehe nicht. Du redest weiter. Ja, das mache ich. Was fasziniert dich so sehr an Jesus? An Jesus. Ich sage immer ähnlich. Einer ist gekommen und ist für mich, für meine Sünden gestorben. Und das fasziniert mich immer. Ich frage manchmal die Menschen, dass ich gute Beziehung mit denen habe. Und ich frage,
wirst du für mich eines Tages sterben? Und die lachen, die sagen, nein. Und ich antworte, ich sterbe für dich auch niemals. Und dann Jesus ist gekommen, Gott ist Mensch geworden, und für meine Sünden, für Mörder, für Dieben, ist gestorben. Und das fasziniert mich. Die Liebe, dass er uns zeigt, jeden Tag, das fasziniert mich. Du hast eine Entscheidung getroffen. Gott hat dich dazu geführt, Christ zu werden. Du hast dann eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten? Ja, das war eine lange Geschichte. Ich kann kurz nur die Aufenthaltsgenehmigung dir sagen. Okay. Ich habe vor meiner Aufenthaltsgenehmigung einen Termin bekommen. Ich habe meine Ausbildung angefangen im Juni. Und im Juli habe ich einen Termin bekommen beim Bundesamt nach 2 Jahren. Und ich habe meinen Anwalt vor meinem Termin gekündigt. Ich habe angerufen, ich habe gesagt, tut mir leid, ich kann nicht da lügen, deswegen brauche ich dich nicht. Okay. Und er hat gesagt, ja, kein Problem, du kannst kündigen, aber ich brauche noch 400 Euro. Und das musste ich bezahlen. Und ich habe meinen Anwalt gekündigt, bin ich nach Trier gefahren. Dienstagmorgen hatte ich Interview und Montagabends war ich da. Ich habe mit meinem Lehrer getroffen, mein Lehrer wohnt da. Und wir haben nur gebetet. Er hat gesagt, er sagte nicht, dass ich Aufenthaltsgenehmigung bekomme. Er hat nur gesagt, bleib bei Hussein, Vater, bleib bei Hussein. Dass er morgen diese Kraft hat, dass Wahrheit sagt. Diese Besprechung, bei diesem Besprechung. Das war ein super Tag. Ich war da. Ich war so froh und so stark. Er hat so mir Kraft gegeben. Ich kann nicht vergessen. Die Frau war da und hat mich gefragt, warum sind Sie in Deutschland? Ich habe gesagt, ja, Spaß. Ich wollte nur Spaß haben. Und die Frau hat nur gelacht, sagte, das geht nicht so. Ja. Du musst einen Grund haben. 2 Stunden haben wir gesprochen. Die Frau hat mir gesagt, vielen Dank, Sie können gehen. Ich habe Wahrheit da gesagt, echt, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nach Hause gefahren. Das war ein Wunder. Nach 2 Tagen, Ausländerbruder hat mich angerufen und sagte, herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Aufenthaltsgenehmigung. Gott hat in meinem Leben Wunder gemacht. Ich sage nicht nur Aufenthaltsgenehmigung. Er hat mir eine Freude gegeben. Vor 2 Jahren, ich hatte in meinem Hals, wenn ich zur Arbeit gehen wollte, nicht wegen Arbeit, wegen der Situation, die ich da hatte. Aber dieses Jahr, er schenkt mir so Freude jeden Tag. Ich habe auch meine schlechten Tage. Wenn ich sauer werde, ich werde auch echt sauer. Aber ich merke jetzt, dass Jesus jeden Tag bei mir ist. Und er lässt mich nicht los. Jesus ist bei dir in deiner Ausbildung jetzt. Hast du dich irgendeiner Gemeinde angeschlossen? Hast du Gemeinschaft gefunden? Mhm. Ist das weiter für dich gegangen? Die Gemeinde ist super. Die Gemeinde habe ich 2013 gefunden. Die haben mich gefunden, kann ich so sagen. Da hatte ich Deutschkurs. Einmal in die Woche. Meine ehemalige Deutschlehrerin ist meine heutige Mutter. Sie hat für mich Altenheim besorgt. Ich habe 9 Monate im Altenheim gearbeitet, als Ehrenamtler. Und da habe ich sehr gut Deutsch gelernt. Die Senioren haben mir viel geholfen. Die haben immer platt gesprochen, ich habe nie verstanden. Aber war super, echt super. Und die Gemeinschaft mit Gemeinde, die haben mich aufgebaut. Die Freunde, die ich da habe, die Kontakte, die ich habe, die Zeugnisse, dass die Gemeinde, die Menschen das mir weitergeben. Ich bin auch Mitarbeiter da, Gott sei Dank. Ich habe erst da Teenager gemacht. War ich da und ich konnte nicht natürlich Deutsch sprechen und die Kinder haben mir viel geholfen, echt. Und jetzt mache ich Gym. Und also das Gym heißt, du gehst zum Fitnesscenter? Nein, Gym ist in der Gemeinde, wir haben eine Gruppe Jugendarbeit. Ja. Ich bin auch Gott sei Dank da. Ich mache Ehrenamtler als Mitarbeiter da, wir machen Andachten und Spiele da. Wir helfen die Jugendlichen quasi, dass die zu Glauben finden können. Mit Jesus besser kennenlernen. Das macht mir Spaß. Wie reagiert
dein Umfeld, dein iranisches Umfeld? Du hast ja auch Kontakt zu Menschen, die auch als Flüchtlinge gekommen sind aus dem Iran. Und jetzt bist du hier schon in Deutschland, kannst schon Deutsch, bist ihnen vielleicht auch einen Schritt voraus. Und hurra, du bist Christ. Und wie reagieren sie darauf? Ich kann wirklich nicht sagen, ich bin hier erfolgreich, muss ich dir sagen. Das ist echt für mich, das war für mich eine Herausforderung. Aber ich denke, Gott hat mir genug beschenkt. Und die Menschen, die ich treffe, die Iraner, ich sage immer indirekt, was Gott mit mir gemacht hat. Ich gebe meine Zeugnis erst, was ich in meiner Vergangenheit gemacht habe und was mache ich jetzt. Und ich sage nur eines, wenn eine dieses Weg aussucht, mit Jesus und Gott geht, dann hat ein sicherer Weg. Das ist nicht immer Freude, Frieden und Eierkuchen. Die Deutschen sagen immer, das ist so. Aber ich weiß es und ich sage immer, du musst sicher sein, wenn du eine Schwierigkeit hast. Jesus ist bei dir. Er nimmt nicht diese Schwierigkeiten natürlich von dir, aber er trägt mit dir. Er kommt mit dir, egal wo du gehst. Und die Freunde von dir, wie reagieren sie darauf? Die glauben erst nicht, natürlich, das muss ich sagen. Aber langsam, wenn die Schwierigkeiten haben oder wenn die nicht gut klarkommen, die rufen mich an. Die sagen mir, kannst du für uns beten? Ich besuche auch die Jungs immer. Wir haben ein Heim in die Nähe, dass ich da wohne. Ich fahre einmal, oft fahre ich dahin, aber einmal im Monat essen wir zusammen und macht mir echt Spaß. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe keine Zeit, leider. Ich habe mir gedacht, aber ich muss ein bisschen mit anderen Menschen Gemeinschaft haben. Nicht nur mit Deutschen, mit meinem Heimatland auch. Ja. Du möchtest natürlich auch noch deine Muttersprache sprechen. Weiß deine Familie, dass du die Entscheidung getroffen hast, Christ zu sein? Ich habe natürlich nicht direkt zu meiner Familie gesagt, dass ich Christ geworden bin. Leider vor 3 Jahren habe ich meinen Vater verloren, ist gestorben und meine Mutter lebt noch. Ich habe noch 6 Geschwister. Mein Bruder hat mich gefragt, mein ältester Bruder, wir haben super Kontakt zusammen. Vor 3 Jahren hat mich gefragt, was ist los mit dir, stimmt nicht etwas mit dir, du hast dich geändert, was ist los? Und ich habe erzählt, ich habe gesagt, ja, ich habe einen neuen Weg gefunden, ich habe eine neue Religion. Kann ich nicht sagen Religion, ich sage immer, Jesus ist nicht Religion, Jesus ist Liebe. Und ich habe gesagt, ja, ich habe eine Liebe gefunden und er hat mein Leben geändert. Und meine Mutter weiß auch natürlich, meine Mutter habe ich vor 3 Wochen meine Mutter gesagt, ich wollte immer mit meiner Mutter begegnen und dann sie erklären, aber leider habe ich nicht diese Chance, dass ich dahin fliege oder mit meiner Mutter treffe. Deswegen habe ich per Skype mit meiner Mutter gesprochen und ich war überrascht. Meine Mutter hat mir gesagt, du bist alt genug und ich weiß es, dass du richtige Entscheidungen triffst. Das echt hat mich fasziniert. Ja, da ist man dankbar, wenn man so die Unterstützung natürlich auch von der Familie hat. Natürlich. Wir kommen ganz schnell dem Ende der Sendung schon zu. Schade. Noch eine kurze Frage. Wünschst du dir etwas für die Zukunft hier in Deutschland? Ja, natürlich. Ich wünsche mir, dass ich Gott dienen kann. Ich wünsche mir, dass ich meine Beziehung immer mehr und mehr aufbauen kann. Und ich arbeite echt dran. Und ich wünsche mir, dass ich Menschen erreichen kann. Nur für mich. Ich liebe Menschen natürlich. Dass die auch diese Freude, die ich habe, dieses Erlebnis, das ich mit Gott mache jeden Tag, dass die auch machen, jeden Tag. Dann wünsche ich dir, dass dieser Wunsch für dich in vielerlei Weise in Erfüllung geht. Vielen Dank. Und ich möchte Ihnen danken auch für Ihr Zuschauen und wünsche auch Ihnen, dass Sie eine solche Beziehung zu diesem lebendigen Gott in Jesus Christus finden. Es verändert Ihr Leben. Vielen Dank fürs Zuschauen und Gottes Segen. Das war Hautnah, Gott mitten im Leben. Gerne können Sie mehr von uns sehen, und zwar jederzeit in unserer Mediathek oder auch auf DVD, die Sie unter der eingeblendeten Adresse bei uns bestellen können. Kostenlos natürlich.
Kostenlos können Sie auch unser Magazin Neues Leben bestellen, das 4-mal im Jahr erscheint. So sind wir immer an Ihrer Seite und Sie können uns auch an Freunde weitergeben. Diese Sendung wird übrigens ausschließlich über Spenden finanziert. Spenden von Zuschauern und Freunden. Nutzen Sie doch die Gelegenheit und schließen Sie sich diesem Kreis an. Mit Ihrer Spende wird es ermöglicht, dass noch viele Menschen Gott hautnah mitten im Leben erleben. Ich sage Dankeschön und bis bald. Musik.